Wissenschaftliche Studien belegen, mit der musikalischen Ausbildung von Kindern kann man nicht früh genug anfangen. An unserer Musikschule Arnstadt-Ilmenau beginnen wir damit bereits im ersten Lebensjahr. Für Babys ab 3 Monaten gibt es eine Eltern-Kind-Gruppe, wo Kinder und Eltern erstmalig zusammen unter professioneller Betreuung Musik erleben. Wenn die Kinder etwa 1,5 sind, wechseln sie dann in den Musikgartenkurs. Im ersten Jahr noch in Begleitung eines Elternteils und erfahren dort Lieder, Bewegungsspiele und kleine Tänze. Im zweiten Jahr Musikgarten werden diese Inhalte vertieft, aber die Kinder sind jetzt mit ihrer Lehrerin in der Gruppe unter sich, ohne das Beisein der Eltern. Für die letzten beiden Kindergartenjahre bieten wir die Kurse der musikalischen Früherziehung an. Hier werden die Kinder an die tätige Auseinandersetzung mit Musik spielerisch herangeführt. Musik hören, Begegnungen mit verschiedenen Instrumenten und sogar elementares Instrumentalspiel gehören hier zu den Hauptinhalten. Ich habe zusammen mit meinem Sohn Sebastian in seiner Krippenzeit den Musikgartenkurs mitgemacht und kann ihn als Vater nur weiterempfehlen. Es ist für Kinder ein idealer Einstieg in die Welt der Musik. Sebastian ist heute 6 Jahre alt und hat sich nach Abschluss der Früherziehung für die Gitarre als sein Instrument entschieden, was ihm große Freude bereitet. Ja, also ich unterrichte seit 1995 musikalische Früherziehung, den Babykurs seit gut 3 Jahren jetzt. Und es ist einfach schön, die Entwicklung der Kinder zu verfolgen, mitzuerleben. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie Kinder sich auch im kleinen Alter schon konzentrieren können über diese 45 Minuten und was Musik auch alles bewirken kann bei den Kindern. Jetzt nicht nur die Musik an und für sich, sondern in der ganzheitlichen Entwicklung des Kindes. Denn die ersten 6 Lebensjahre des Kindes sind die entscheidenden. Und alles, was da das Kind mit Herz und Hand und Verstand aufnimmt, das hat es eigentlich sein ganzes Leben lang. Und das ist dann immer wieder schön zu sehen, was man da mit Musik alles erreichen kann. Die Kinder bleiben zumeist ihre gesamte Schulzeit bei uns. Viele spielen im Orchester oder in Bands oder lernen sogar mehrere Instrumente. Aber die Musikschule ist auch offen für Erwachsene. Studenten der Universität werden bei uns ebenso ausgebildet wie Rentner, die sich jetzt, wo sie Zeit haben, ihren Jugendtraum von einem Instrument erfüllen möchten. Sie sehen, jung und alt gehen bei uns aus und ein, aber die Grundlagen für die musikalische Ausbildung werden am besten in frühester Kindheit gelegt.